Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ich habe mal das Haus soweit von außen fertig und der Gang hier ist auch schon mal fertig. Die Kisten, nichts dabei denken, die werden erst rausgeschafft, wenn alles soweit ist. Das heißt, wenn das Haus soweit angeschlossen ist, dass das alles hier läuft, dann wird hier mal leergeräumt. Auch da hinten leergeräumt, weil das muss ja dann teilweise da rein, teilweise rauf. Apropos rauf, apropos runter. Wir gehen mal nach oben. Und zwar, ich habe jetzt hier komplett auch hier den Stock drauf gemacht. Das sind jetzt 2, 4, 5, 5 nach oben. Hab den hinteren Bereich auch komplett gelassen. Das heißt, ich kann hier hinten auf jeden Fall ein Zwischenlager aufbauen, das eventuell auch irgendwann mal mit dem Hauptlager verbunden ist. Das heißt, ich gehe hier hin, schmeiß das hier rein und der räumt das alles sauber weg und räumt es dann irgendwann auch rüber. Irgendwann. Genau, wir haben ein schönes Fenster. Das heißt, ich kann mal in die Richtung gucken. Ich kann jetzt eigentlich in jede Richtung gucken. Hab mir noch einen Platz freigelassen für einen weiteren 6er. 8er Crafting Station. Also das heißt, wir könnten dann jetzt dann 8, 16, 24, 48 Rezepte hier reinlegen. Die ganze Zeit. Momentan ist hier schon mal Glas drin, weil ich zum Beispiel, genau das habe ich ja gesagt, ich möchte so eine Art schaut total durchgängig aus, wenn man so von da guckt. Nee, aber das sind zwei so Oberlichter. Ja, das habe ich links und rechts gemacht. Damit man auch unten ein bisschen Tageslicht hat, weil wir ja da drin keine Fenster haben. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt hier reinkomme, das heißt, ich darf das Ding aber auch nicht bis zur Decke bauen, weil das ist total witzig, weil das wäre dann nämlich weg. Außer ich sage irgendwann, wir setzen es um und machen es darüber über die Wege. Das können wir machen, wie wir wollen. So, da habe ich noch die Decke drin gelassen, was mir wurscht war. Dann habe ich jetzt schon mal angefangen, die Worktables sozusagen in den Boden einzulassen und die ersten Rezepte reinzumachen. Das heißt, ich habe jetzt hier mal einen LV-Bereich und habe jetzt hier alles und wir werden dann alles drin haben, was LV-Bereich ist. Ich werde auch irgendwelche komischen Rezepte irgendwann machen, zum Spannen, damit hier nichts anderes reinkommt. Nur für euch zur Info. Wie gesagt, zum Beispiel, ich könnte mir jetzt ja vorstellen, dass ich habe nochmal einen anderen Table da. Ja, also ich habe momentan, also Pisten ist einfach klar, ist Kabel. Ich weiß, ich könnte es auch mit Unrelated Copper Wire machen. Nein. Also das ist klar. Und das ist auch klar. Den brauche ich nicht. Den mache ich hier immer im Assembler. Dann haben wir noch die Pumpe. Da ist auch kein Circuit dabei. Und da ist auch kein Circuit dabei. So, eigentlich kommt jetzt als nächstes der Robot Arm. Und der Robot Arm können drei Möglichkeiten haben. Warum? 1, 2, 3. Oh, kann sogar 4 haben. Also normalerweise, sage ich mal so, wird das Ding immer mit dem neuesten Prozessor gemacht. Und wenn man halt jetzt dann sieht, könnte man da hier dann draus Mikroprozessoren machen. Und dann kriegt man 2 raus und man braucht halt dann die anderen ganzen anderen Sachen nicht mehr. Wenn wir soweit sind. Ne? Kommen das. Darum will ich auch Rezepte drin haben. Und zwar, ich habe momentan noch die Möglichkeit, dass ich beide Circuits drin, dass ich zum Beispiel die Good Circuits, Entschuldigung, Schwachsinn, was ich wieder sage, dass ich halt die normalen Logic Circuits habe oder wie sie auch da heißen, oder ich die Integrated Logic Circuits.
Hier habe ich die Möglichkeit zwischen Good und Good Integrated. Ist ja am Anfang Scheibenkleister egal. Wie gesagt, klar, irgendwann mache ich nur noch die da. Bin auch dabei, die Good Electronic Circuits dann nur noch für HV zu verwenden. Dass ich dann da HV-Circuits draus kriege. Und so weiter und so fort. Ne? Also, dass wir uns da verstehen. Also das heißt, es kann sein, dass ich jetzt dann hier zwei Rezepte habe für den Roboterarm. Oder ich sage jetzt, okay, ich mache die gleich nur noch aus diesen besseren. Mache dann alles, was jetzt noch Circuits hat. Und dann kommen hier hinten sozusagen zwei Sachen rein, die einfach spannen. Ne, wie zum Beispiel crafte ein Compressed oder was auch immer. Geht da irgendwas? Nein. Also einfach ein lumpiges Rezept, wo ich sperren kann und dann sagen kann, okay, brauche ich doch, kommt raus. Genau. So, dann habe ich hier oben, werden alle Sachen drin liegen, die ich brauche für meine Teile hier unten. Das werden ja insgesamt werden Motor, Pisten, Pumpe, Module, Robotarm, Sensor und Relais. Und ich glaube, zwei sind frei. Die kommen dann einfach weg, beziehungsweise vielleicht kommt noch ein Machining Casing hin. Das könnte man noch mit reinmachen. Und der letzte wäre dann sozusagen blockt. Vielleicht brauche ich ihn irgendwann. Ist ja egal. Ja, dann habe ich mir gesagt, also, ne, dann haben wir 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Das heißt, die zwei Werkzeuge, die wo man braucht. Ich habe bis jetzt nicht gemerkt, dass ich noch mehr brauche. Kommen hier unten rein. Das sind die zwei Slots für die Werkzeuge. Und das obere Teil wird dann dafür da sein, um das ganze Graffel reinzumachen für die Kabel und so weiter und so fort. Also das heißt, die da sind dann geblockt für die und zwar immer neue. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Rezept mache, dann ist der Elektromotor, den ich da drin habe, verwendbar. Oder der Pisten oder die Pumpe oder das Konvoiermodul. Hier oben habe ich ja sozusagen jetzt mir ein Regal hingebaut. Ich weiß, nein, das machen wir gleich weg. Das kommt weg. Und zwar, ich bräuchte mal bitte einen Drawer. Fällt mir nämlich gerade ein. Ha! Gott sei Dank funktioniert ab und zu noch das Gehirnkästchen. Ich brauche fünf Kisten? Achso, weil ich zwei kriege. Fünf Kisten und vier Slabs. Also 10 Kisten und 8 Slabs. Bin mal gespannt, ob ich noch Slabs habe. Ja. Machen wir erst die weg. Wollen noch nicht so weit laufen, weil da habe ich meine Sachen in der Nähe. Jawohl. Und jetzt habe ich kompakt Drawers. Und die kann ich ja sperren. Ich kann ja, bevor ich einen sperre, kann ich ja mal was testen. So, warum brauche ich jetzt die Half? Ganz klar. Und genau das ist das Problem. Darum möchte ich das gerne als Drawer haben. Aber ich möchte vorher was testen. Und zwar, ich habe ein Konvoiermodul. Das lege ich jetzt hier rein. Okay, also er macht es nicht. Ja? Also ihr seht, die sind nicht miteinander kompatibel, weil sie gebraucht sind. Das heißt, sobald ihr die in eine Maschine reinklappt und die mit der Crowbar wieder rausholt, haben die eine andere ID und somit nicht mehr sozusagen kompatibel. Das heißt auch, wenn ich die jetzt da unten reinlegen würde, hier oben zum Beispiel, und ich würde sagen, ach scheiß drauf, nimm den, würde mir sofort ein Rezept wieder machen, weil andere ID. 32600 und du bist 32630
32610. Nö, es ist dasselbe, aber wie es aussieht, auch nicht. So, genau. Dann, warum habe ich die jetzt sozusagen ausgetauscht? Die Antwort hat man eigentlich gerade gesehen. Sobald ich die hier rausnehme, darf ich meinen Rucksack aufmachen und das Ding rausholen. Das ist nervig. Brauchen wir nicht. Haben wir nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit? Genau, die heißt Drawer. Ist aber nicht so, dass man das Zeug nicht gebrauchen kann. Dann brauche ich jetzt noch mal einen Schlüssel. Weil die machen wir auch gleich dicht. Dasselbe haben wir hier jetzt auch noch. Kommen die auch gleich hier hin, dahin. Zusperren, zusperren. Verwenden tut man eigentlich nur Pumpen, Konvoier. Robot Arms. Und ich weiß gar nicht, ob es noch einen vierten gibt. Also die drei kenne ich. Robot Arms heißt, ich kann festlegen, in welchen Slot das er kommt. Pumpe ist klar für Flüssigkeiten, Konvoier ist klar für Items. Ob die anderen auch noch was können, keine Ahnung. Also ich wüsste nichts. Das sind, glaube ich, nur Crafting. Okay. So, dann, also wie gesagt, man kann halt unten reinklicken, dafür auch den Half. Ja, und oben drüber kann ich halt mir meine Sachen rausnehmen, wieder reinmachen und ich habe sie gleich im Inventar. Genau, das war schon mal Sinn und Zweck Nummer 1. Hier habe ich jetzt angefangen, mir noch sozusagen Crafting Tables mit dahin zu stellen, dass ich mal schnell was craften kann, wenn ich was brauche. Was man sich halt angewöhnen muss, wenn man es nicht mehr braucht, muss es wieder raus. Hat natürlich dann irgendwann, wird es witzig, wenn man halt nichts hat, wo man es aufräumen kann, aber das soll ja auch noch was hin. Also ich möchte ja sozusagen in den jeweiligen Räumen das dann so haben, hier wird sich halt viel Aluminium aufheben. Und, oder Stahl aufheben, eigentlich da drüben mehr Aluminium. Kommt drauf an. Oder es zieht halt immer in den jeweiligen Raum um, wo ich die meisten Maschinen habe. Also ich hätte gesagt, das meiste wird erstmal hier hingebaut, bevor es bevor halt es woanders hinkommt. Ja. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich hoffe, ich auch. Ja. Also das heißt, ne? Also so ist es gedacht. Habe ich sonst noch was? Genau, dann habe ich das da doch nochmal für mich umgemodelt. Und zwar, Moment, der Advanced Fluid Extractor bleibt hier. Dann habe ich jetzt sozusagen links daneben den Fluid Solidifier reingepackt. Hier wird hinkommen der Advanced Circuit Assembler. Das heißt, der da kann hier abgeben oder da nach hinten abgeben. Und hier kommt der Chemical Reactor hin. Das heißt, der kann dann irgendwann Rubber nach da abgeben. Deswegen auch jetzt da eine Kiste drüber. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier Blöcke gießen oder ich kann hier Rounds und so weiter und so fort gießen. Kommt noch alles andere hin. Habe ich noch ein Bild übrig? Habe ich. Wie heißt ihr? Molds. Und wie heißt nicht Shapes, ne? So, nur Molds. Dann. Danke. Danke. So, wir wissen schon mal jetzt, was da hinkommt. Das heißt, ich kann hier irgendwie auch eine Kiste drauf machen, dass es nach oben gibt. Dann haben wir hier schon mal ein Regal gemacht für die ganzen Circuits. Die werden dann natürlich auch ausgetauscht. Durch die schönen anderen Teile da.
Finde ich viel, viel interessanter, vor allem kann ich sperren. Finde ich cool. Ja, das heißt, da kommt Blumendeko irgendwann rein oder Futter für die Küche oder die Küchenutensilien. Eventuell. Oder whatever. So, okay. Also, ich möchte nicht die ganze Folge wieder durchquatschen. Und nach 20 Minuten stellen wir fest, ihr habt noch gar nichts gemacht. Das wäre natürlich nicht gut. Ich muss nur ein bisschen was aufräumen. So, weil wir haben ja nicht nur einmal einen Weg nach oben, sondern ich habe auch jetzt einen Weg nach unten. Und der ist jetzt wichtig, weil den müssen wir jetzt nämlich ausheben. Weil hier muss jetzt dann alles hin, was man braucht für die Rumversorgung. Das heißt, ich mache jetzt dann erstmal hier alles soweit sauber und weg. Ich wüsste gar nicht, wie gerne sich den Magneten hätte. Aber ich brauche halt dafür erstmal. Ja. Einen. Genau. Hinten hat sich auch irgendwas geändert. Das heißt, wir können demnächst mit dem Labor auch noch anfangen. Also ich habe schon gesagt, also ich habe mittlerweile alles fertig, um den Strom komplett zu verbraten. Ja, nur wie gesagt, halt nicht den richtigen Strom dafür. Aber das bin ich auch dran. Also das heißt, wenn unser EBF umgezogen ist, das wird hoffentlich demnächst passieren. Vielleicht sogar in dieser Folge oder spätestens dann auch in der nächsten. Dass der EBF sozusagen noch die Räumlichkeiten verlässt oder beziehungsweise drüben der zweite aufgebaut wird. Die Coils sind schon fertig. Ich glaube, ja, den anderen habe ich, glaube ich, sogar schon hingestellt. Und so weiter. Also, das ist auf dem Weg. Weil wir brauchen ja dann drüben auch endlich Abnehmer für die anderen Gase. Weil, wie gesagt, mir nützt das nichts, ne? Weil Hydrogen ist voll. Okay, Oxygen nicht, aber ist mir egal. Aber wie gesagt, wir werden es dann demnächst genügend Material haben. Und wir werden auch das Problem haben, dass wir, ja, die Pumpen, also die Pumpe oder die Pumpen, ich vermute, das wird bald Mehrzahl werden, benötigen, um halt genügend Öl heranzuschaffen, um das in Benzin umzuwandeln. Das heißt, für mich wird es auch demnächst eine Frage sein, so schnell wie möglich auch Diesel herzustellen. Weil dann kriegt man ein bisschen, da kriegt man ja ein paar Umdrehungen mehr raus. So. Ich bin ja zufrieden, dass ich schon wieder voll bin. Aber ich habe das Fass, glaube ich, noch nicht. Ist egal. Ich habe genügend Drawer hier. Kabel erstmal wegräumen. Das wird sauber alles eingeräumt, wenn ich ja, soweit bin. Wie gesagt, vielleicht kommt auch, oder was heißt vielleicht? Also so. Er kommt, aber ich weiß halt noch leider noch nicht wann. Sollte auf jeden Fall auch die Automatisierung, also die Semi-Automatisierung des Lagers passieren, beziehungsweise der jeweiligen Räumlichkeiten. Das ist jetzt dann auch sozusagen eins meiner nächsten Ziele. So, und lieber Fackeln wegräumen.
Altsushi-Bummis verfehlen und blöd gucken. So, also das heißt, wir haben jetzt schon mal hier unseren Eingang. Das heißt, das ist der erste. Dann heißt es, wir gehen jetzt mal hier rüber. Dann heißt es nämlich, ich habe jetzt hier Nummer 2 soweit ausgehoben. Falsche Richtung. Ah, war auch gleich in der Nähe. Das passt. Okay. Was ich jetzt halt gerade beim Überlegen bin, also ich habe hier sozusagen jetzt dann meinen Zugang. Ach, du bist der Lift. Dann kann ich dich ja zumachen. Genau, funktioniert auch so. Also das heißt ja, ich habe jetzt dann hier mein HV und hier mein MV. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich für jeden einzelnen Raum eine einzelne Stromleitung lege, was eigentlich der größte Sinn für mich ergeben würde. Warum? Ich könnte so nah wie möglich an dieses Ding ran. Ich kriege Angst. Ich könnte so nah wie möglich dran mit den Transform mit dem umtransformieren und könnte das sozusagen dann an dem Stromkreis selber machen. Also das heißt, ich komme mit HV hier an. Mach meinetwegen da einen Battery Buffer rein. Für die Leistung, was ich schon mal brauche, beziehungsweise mindestens für die Hälfte, was ich brauche, gehe weiter und gehe dann hier hin und transformiere das dann runter. Weil, wie gesagt, wir haben hier 8. Wir müssen nochmal hoch. Wir haben jetzt hier dann 8, 16, 24 Batterien. Haben wir in dem Bereich. So, ich muss hier auch schnell runter. Danke. Und wir haben nochmal 14 Batterien hier. Was habe ich jetzt gesagt? 8, 16, 24 und 14. Das wären 38. 38, 16, 32. Das heißt, ich hätte auf jeden Fall einen 16er. Ich bräuchte hier unten auf jeden Fall einen 16er und nochmal einen 8er. Um alles zu, also sozusagen, um das unten nochmal abzusichern. Ja, ich weiß, wir werden sehr viele Batterien brauchen. Darum habe ich auch, ja. Die Kiste ist, glaube ich, hier. Die hat Profit hier hingemacht. Ne? Darum ist auch hier To-Do von Drag 48 HV-Batterien, 64 Met-Batterien, 128 Small-Batteries. Die Small-Batteries könnte sein, dass die sich in Luft auflösen. Ich benutze das TIM-Kabel dann für was anderes. Das ist egal. Aber das kann sein, dass die sich auflösen, weil ich, ja, mehr MV und HV brauche, weil LV werde ich nur brauchen, was ich vermutlich schon habe. Das ist ja auch das, was der nächste Raum, der muss ja dann LV-mäßig werden. Aber ich brauche halt einen Strom unten. So, aber, also wie gesagt, wir haben jetzt hier 8, 16, ne, weil das ist ja 2, 4, nochmal, 2, 4, 6, 7, 8, die eine Batterie füttert die anderen. Ich hätte eigentlich auch hingehen können. Vielleicht ende ich das auch noch ab. Dass ich hier ein 16er Kabel anschließe. Das hört sich eigentlich super an, was ich gerade im Kopf habe. Also für mich, das heißt, ich klemme dich ab.
So, du bist jetzt nach unten gefallen. Ich mal daher und hol dich. So, kann das wieder aufrüsten. So, das heißt, ich habe jetzt dann unter diesem Teil hier nochmal wo ich dann einen Achter hinmache. Der wird dann von komplett separat gespeist. Dieses Kabel hier kommt weg. Dieses Kabel kommt weg, das heißt, da kommt jetzt dann irgendwann macht es, ich schmeiß schon mal den Gummi rein. Den Gummi ist noch drin. 16er Unrelated Copper Cable, habe ich noch eins. So. Das ziehe ich jetzt mal komplett nach oben. Hab noch weitere vier. Ich brauche ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, dieser Battery Buffer wird nach unten verlegt und wird den da schweißen. Dieser hier wird ein 16er werden. Das heißt, der hat dann so viel Batterien drin, dass er die Reihe komplett füttern kann und die Batterien laden. Durchgehend. Klingt nach einem Plan. Ob er so durchführbar ist, weiß ich nicht, aber es klingt für mich nach einem Plan. Also machen wir das auch gleich weg. Das heißt, ich brauch bald Kupferkabel wie ein Henker. Kupfer ab in die Wiremill. Arbeit mal. Das heißt, ich brauche von dir nochmal. Und du musst mir jetzt bitte ein Stück nochmal drei machen. Drei reichen mir. Nein, mir reichen sogar. Ich brauche nur sieben. So, okay. Das heißt, ich mache jetzt dich wieder runter und kommst da rein. So, Kupferkabel wird hergestellt. Das werden wir nämlich jetzt dann en masse brauchen. Für die Battery Buffer. So, das heißt, du kommst dahin, 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 dahin. Und wirst hier angeschlossen. Der kommt dann weg. Die Batterien tue ich gleich mal raus und fülle gleich mal die da hinten. Dann habe ich schon mal da keine Sorgen mehr, dass das falsch ist. Das kommt alles raus. Du gehst nach unten, das heißt, ich habe meinen Wrench, ich bin unten. Toll. Ja, war ja fast richtig. So, ich habe noch Gott sei Dank Unrelated Copper Cable dabei, weil ich es jetzt gerade raus habe. Die brauche ich nämlich. Ich muss ja sozusagen jetzt den dann verbinden. Bin jetzt gerade beim Überlegen, packe ich ihn in die Decke oder will ich ihn. Ne, ich packe ihn in die Decke, oder? Nein, ich packe ihn nicht in die Decke. Das heißt, du kommst dahin. Das heißt, ich möchte jetzt haben, dass du von hier aus, genau, dann wieder nach unten. Ich habe meinen Wrench wieder nach unten. Ich habe meinen Cutter, ich habe jetzt meinen Wrench wieder. So, das heißt, ich habe vier Batterien drin. Ich habe noch einen Stein übrig, den kann ich gleich wieder reinparken. So, die vier sponsern schon mal die, was da oben sind. Und alles ist schon mal in der Hinsicht gut. Das heißt, ich habe jetzt hier insgesamt,16 Batterien drin. Die und die oberen, beziehungsweise die, nein, das sind zwei HV. Zwei. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt dann aber nur, ne, also sozusagen,
einen Vierer habe und zwei Batterien reinpacke. Nein, das heißt, wir machen auf jeden Fall rein. Ich brauche, weil, well, genau, jetzt kommt das Gatzen. Denn wir Amperage, also sozusagen, der macht ja aus HV, MV und ich habe nur 4 Ampere. Ich brauche ja 8. Das heißt, ich mache jetzt dann hier auf jeden Fall den LV High Ampere Transformer. Das heißt, ich habe dann die 100, ich habe dann 16, ich brauche zwar nur 8, aber ist egal. Also den brauchen wir auf jeden Fall einmal hier. Ich kann mal oben in meine Kiste gucken, ob ich noch einen habe. Und den müssen wir jetzt als erstes machen. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Ich habe einen LV High Ampere Transformer. Ich habe einen Low Voltage Ampere Transformer. Ich habe aber keine MV. Jetzt wisst ihr, warum, dass ich gesagt habe, ich werde gleich richtig Kupfer und was was zu gucken, was durchjagen. Heißt für mich auch gleich das da. Heißt aber auch für mich, ich gehe jetzt mal hin. Wire Mill. Wire Mill. Danke. Und zwar, was kostet mich das? 4 Motoren, 2 Circuits. 2 davon. Das heißt, die da kommen weg. Ich brauche 2 Kabel, ich brauche 4 Motoren. Kabel. Ich habe die Motoren, glaube ich, schon raus, oder? Ja. Brauche 4 Motoren. Ich brauche ein MV Gehäuse. Das habe ich aber, glaube ich, noch übrig. Genau. Die Erzverarbeitung kommt erst, wenn das alles sauber ist. So, das heißt jetzt dann, das kommt dahin, das kommt dahin, die 4 Motoren kommen dahin und du kommst in die Mitte und ich habe einen Advanced Wire Mill. Perfekt. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal noch eine zweite Möglichkeit, an Kabel ranzukommen, weil ich jetzt gleich hier, dann lasse ich nämlich hier jetzt weiter das Kupfer arbeiten. Ich brauche davon wirklich jetzt Massen. Ich werde dann auch Zinnmassen, was noch massenhaft noch brauchen. So, das heißt, du gehst mal schnell, du gehst mal nach oben. 240. Gut, und das Gold, was ich jetzt da habe, pack ich da rein. Ist auch ein bisschen fixer. Das ist das Schöne. Für die Aufbewahrungskisten werde ich, glaube ich, Kupfer oder Bronze nehmen. Ich weiß nicht, was das genau ist. Chest. Chest. Da passt ein bisschen mehr rein. 5 mal 9, 8 mal 9. Eisen ist 6 mal 9. Eisen laufen. Das Eisen ist doch viel einfacher. Das heißt, ich brauche 3 Double und eine Kiste. Wir nehmen gleich Eisen. 6 Stück. Ne, 3 Double habe ich gesagt. Machen wir gleich 12. So, dann klicke ich hier hin. Ich brauche einen Double Extruder Bending. Ich muss mir hier mal eine Batterie ausborgen, weil hier momentan kein Anschluss mehr ist. Ja, hier ist kein Anschluss unter dieser Nummer. Dann auch gleich Wrench hin und Item Output. Perfekt. Gehen wir schnell noch 2 Kisten holen. Der kriegt irgendwann ein Upgrade.
Also du kommst da rein und go. Mach das ganz einfach. Eisen. Ja, nochmal 6. Läuft das jetzt auf jeden Fall hier schon mal sauberer und besser. Das Geile ist, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder was das ist. Wir hatten 2 unendliche Endermännchen. Dann hatten wir irgendwann nur noch ein unendliches Endermännchen. Und jetzt haben wir gar kein unendliches Endermännchen mehr. Der ist nämlich verschwunden. Obwohl das Ding einen Name-Tag hatte. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann. Kann vielleicht passieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, weil wir gesagt haben, nein, sowas wird nicht dann hergecheatet, dass dann so lange, bis wir wieder welche hätten. Nein, wir haben nämlich so viel Münzen, dass wir uns sowieso genügend Endermänner machen können. Und wenn wir einen Enderman-Spawner brauchen, dann müssen wir halt runter und uns eine Nanorüstung bauen und den Dungeon ausheben. Ne? Seid ihr auch dafür. Genau. Ja, so, also das haben wir das, das haben wir das. Ich nehme mir mal gleich noch Zinn mit. Und ich brauche noch ein Holz. Deswegen war ich da. Denn wenn ich jetzt das da da reinhau mit dem Holz. Geht nicht? Brauche ich dann noch ein. Ich brauche bitte Wood to Iron Chest. Ah, brauche ich noch Circuit Nummer 2. Den ja, kann ich mir von da nach da bringen. Danke. Dankeschön. Das heißt, ich kann jetzt auch gleich die Kiste, wo ich gesagt habe, upgraden. Und die Kiste hier oben drauf stellen und sie ihm sagen, schmeiß mal raus. Danke. Kann auch sein, dass die Wiremill irgendwann noch darüber wandert, weil ich auch einen Einfluss vielleicht brauche. Aber momentan reicht es da, vor allem weil ich da einigermaßen Strom drin habe, ne? Also momentan füllen die 4 Batterien, die wo unten sind, das Ding. Okay, so, und wenn der fertig ist, machst du gleich weiter mit dem Zinn. Und die eine Chest, wo ich noch hab, die packe ich gleich auf dem Assembler drauf. Geh nach oben. So, genau, dann habe ich jetzt, das habe ich euch vergessen vorhin noch zu sagen. Also wie gesagt, Chemical Reactor geht da rein, macht Platten. Wenn ich Rubber brauche, könnte ich sogar die Platten dann nochmal einschmelzen oder Bars oder whatever. Könnte ich einschmelzen, könnte ich da rein packen. Wie gesagt, der kann dann befüllen. Das Teil, wo ich rauslassen kann, was ich will, habe ich vorhin zum Beispiel gemacht mit Glas. Ich kann ihn, wenn ich nach hinten stelle, kann ich zu ihm, da ich das dann hier verbunden habe, haue das in Advanced Assembling Machine rein. Und wenn hier mein Circuit Assembler steht, kann ich ihn einfach nach rechts drehen und dann hat er das auch. Ich habe schon gesagt, was wirklich noch ein cooles Feature wäre als Cover, wäre ein Pfeil, den man drehen könnte. Aber ich glaube, das geht erst mit der nächsten Version. Und das wäre wirklich noch cool. Also müsst ihr, ne, ich habe hier ein Cover. Das zeigt einen Pfeil nach hier. Und, oder vielleicht geht's auch. Es könnte mit Open Blocks gehen, aber ob ich den drehen kann, weiß ich nicht. Ja, dass man sagt, okay, momentan ist er dahin. Ich habe dann dahin gedreht, dass wenn einer drauf guckt, ah, okay, alles klar. Oder natürlich ein Cover, wo er zeigt, wo ist der Auslass. Das wäre halt auch noch cool. Genau, so.
genügend philosophiert. Das Kabel kann ich jetzt hier auch reinschmeißen. So, wir brauchen jetzt sozusagen, ich brauche auf jeden Fall davon schon mal zwei Stück. Da hat er mir jetzt auf jeden Fall genügend gebaut. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier hin. Der erste Teil, der zweite Teil, ich habe meine 8er. Ich habe meine 16er, 8 Stück. 16er, 8 Stück, ja. Brauche ich hier einen 16er und drunter einen 16er. So, und jetzt brauche ich aber noch Stainless Steel. 8 Stück. 2 Stück. So, Stainless Steel jage ich hier durch. Wie gesagt, ich werde es irgendwann so haben, dass dann die wichtigsten Circuits halt immer in den Maschinen drin liegen. Und die unwichtigsten kommen dann wieder zurück in die jeweilige Verpackung. So, okay. Heißt, ich kann da den 8er reinlegen. Aber jetzt hier mein HV Machine Casing. Seht ihr gleich, was ich meine. Das heißt, ich hau das rein. Ich brauche mein Goldkabel, 2 Stück, die kommen da rein. Jetzt gehe ich hin, Wrench, und drehe ihn nach hinten und sage Polyethylen und fertig. Hab meinen HV. Und drehe ihn jetzt wieder auf die Seite, dass ich ihn sehe, oder nach oben. Wäre halt auch witzig, nach oben zu drehen, dass es weiß, okay, alles klar, da kommt auch nichts drüber, oder nur ein Half-Slap, dass da halt nichts passieren kann. Ja, genau. So, also wir haben jetzt schon mal den, wir haben schon mal das. Das heißt jetzt, ich brauche auf jeden Fall, ich habe nicht umsonst das Goldkabel gemacht. Das heißt, ich brauche, ja, Mist, geht nur so. Hab das jetzt auch, dann heißt das jetzt für mich aber gleich, ich muss mit dem Zinn anfangen, weil ich das ja auch für, eventuell für hinten noch brauche für die LV. Also das heißt ein Gold, nein. Drag ganz langsam, ganz ruhig, beruhig dich, lieber dauert die Folge etwas länger. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt hier einmal Gold, einmal Kupfer. Und ich habe meinen Maschinenhall. Und es geht natürlich nicht, weil mir fehlen noch diese Small Coils. Habe ich noch welche? Ich habe noch welche. Sehr schön. Von welcher Seite muss ich jetzt hin? Da ich noch nicht komplett durch bin. Ah, 16 Stück. Das ist doch fantastisch. Das heißt, ich habe auch davon genügend. Das heißt, ich komme dahin und ich habe jetzt meinen Medium Voltage Transformer. Wir brauchen ja keine 4. Wir haben ja festgestellt, wir brauchen definitiv den großen. Das heißt, dafür habe ich jetzt dieses Kabel gemacht und jetzt haben wir einen MV High Ampere Transformer. Das heißt, wir gehen jetzt runter. Und den machen wir. Das ist jetzt die Special-Frage. Ich habe jetzt dann hier einen. Ich werde da hinten auf jeden Fall auch einen haben. Das muss ich auch gleich machen, weil ich das ja, ich werde es ja wirklich, wirklich immer spiegeln. Das wird auch hier so sein. Das heißt, ich werde auch hier das Kabel, hier das Kabel noch ändern müssen. Das heißt, ich gehe darunter. Und da wieder hoch. Danke. Das Schöne ist, ich habe noch keine Ahnung, ob mir das Blue Alloy Kabel reicht.
Oder ob wir jetzt dann da wie die Weltmeister Kabel herstellen müssen. Das wird dann auch noch eine spannende Sache. Wie gesagt, es wird am Anfang jetzt dann, wenn ich jetzt dann irgendwelche Pausen mache und so weiter und so fort, werde ich das dann immer wieder anschließen, nicht vorher, dass er mir das Zeug hier lädt, weil, oder ich weiß definitiv, dass alles andere nicht mehr geladen werden muss. Weil wenn er irgendwas anders laden muss, kann ich euch versprechen, lädt er das nicht mehr. Weil er nämlich damit beschäftigt ist, nur noch das zu laden. Gut. So, dann haben wir ja wieder denselben Krampf mit lieber Fackeln abbauen als was anders. Nee. Dynamite, das heißt, ich bin hier ungefähr in Linie, ne? Jawohl. Herzlich willkommen. Ich muss bis da hinten dann noch ausgraben. Das heißt, da kommt dann der HV hin. Es wird auf jeden Fall brutal. Vor allem brutal wird es für mich. Momentan haben wir ja hier ein 8-Fach-Kabel angelegt. Das heißt, da ist 16 drin. Eigentlich ist das zu klein. Eigentlich müssten wir ein 16 anlegen. Weil das heißt, es könnten 16 HV-Batterien durchlaufen. Weil ich brauche hier 4. Ich brauche hier und hier 8. Oder ich brauche hier auch 8. Also kann man sehen, wie man will, ne? Also ich brauche hier 4. Also ich brauche hier ein HV für die 4 Batterien. Ich brauche 16, das heißt, ich brauche da 4, ich brauche da 4, ich brauche da 8. Und da brauche ich 6, 16. 16 und auch 8 oder 4. Ja, also alleine, was ich jetzt schon hier brauche, wird dieses Kabel nicht transportieren können. Das heißt, ich muss da drüben mir auch noch was überlegen, wie wir das mit dem Strom machen. Weil, wie gesagt, ich kann ja nicht. Ja, ich könnte Verteiler halt bauen. Also sozusagen transformier hoch, transformier runter oder whatever. Wo muss ich ja nicht hin? Bin ich am Strom da rein, ne? Weil momentan habe ich ja hier einen 16er High Voltage Battery Buffer. Der dieses Kabel versorgt. Das heißt aber für mich irgendwann, ich muss sehr viele abtrennen. Das heißt, ich brauche umso mehr Kabel. Das funktioniert natürlich erst wieder. Besser, sobald ich auf EV bin, weil dann kann ich es auf EV hochtransformieren. Ne, weil, und dann haben wir wieder mal 4. Weil EV-Raum, der wird noch Zeit brauchen. Richtig viel Zeit. Aber das heißt, ich werde alleine 2 HV-Leitungen alleine in diesen Raum hier brauchen. Ich werde fast einen 16er brauchen hinten für den Maserator. Also beziehungsweise für diesen Strang hier auch mit der Raffinerie.
Also Chemiewerk und Ding werden eigentlich irgendwann noch einen separaten brauchen. Das wird noch Bombe interessant, wie ich das mit dem Strom machen muss. Huhuhu. Okay, also. Aber wir lassen uns jetzt nicht mal verderben und vertrocknen. So, sondern wir haben jetzt hier unseren High Ampere. Und der gibt ja, ich hoffe, dass der auch pro Seite 16 rausgibt. Oder beziehungsweise, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich könnte ja jetzt auch hinten machen und sagen, okay, ich schließe dann da an und schiebe dann da rein und schicke die restlichen davor. Das ist eigentlich die beste Idee. Das werde ich so tun. Weil, wie gesagt, ich habe ja hinten, ich habe ja vorne. Ich habe ja vorne. Also ich habe unter dem habe ich ja nur 12 Stück drin. Nee, komme jetzt nicht hin. Aber da müsste ich 12 Stück drin haben. Da werde ich 16 Stück drin haben. Das heißt, der alleine müsste das eigentlich schaffen. Das heißt, ich muss dich so aufstellen. Gut, dass ich das Kabel gerade weg habe. Und gut, dass ich noch mehr Kabel brauche. Also das heißt, ich muss jetzt dann dich hier mit einem Achter vergüten. Runter, rauf. Danke, jetzt stimmt's wieder. So, das heißt, jetzt habe ich schon mal das, jetzt habe ich den angeschlossen. Das heißt, ich brauche jetzt dann für hier hinten ein 12er Kabel, dass ich das komplett anschließen kann. Und bis ich HV richtig am Laufen habe, wo? Das wird dauern. Das wird wirklich dauern. Also der muss angeschlossen werden. Und ich muss ja noch dran denken, ich brauche hier auf jeden Fall auch nochmal für LV was. Das, weil er hinten dran hängt. Das heißt, da kommt ja auch nochmal eine komplette Leitung. Das heißt, das habe ich jetzt schon mal hier so gemacht. Und ich bin ein Riesen-Rindviech. So viel zu, das mache ich unter die Decke. Ja, nein, habe ich nicht. Das heißt, ich müsste nochmal eins runter, weil da nochmal eine Decke reinkommt. Ja, nee, das weiß ich noch nicht. Also das heißt, du kommst auf jeden Fall da rein. Und wie gesagt, da müsste jetzt eigentlich ein 16er rein. Nein. Vergesst, was ich gerade geschmart habe. Das ist eine HV-Batterie. Das sind 12 drin. Oder nee, 14 sind drin. Ich muss schnell gucken. Das sind momentan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Könnte noch eine 14. rein. Ich lasse jetzt mal 12 drin. Eigentlich ein Battery Buffer 12? Habe ich noch nie geguckt. 16. Ne, dann machen wir den lieber kleiner. Ich könnte da eventuell noch zwei Batterien mehr reinpacken. Die könnte ich mal offen lassen. Aber ja, genau. Also dann habe ich den. Habe ich den. Dann brauche ich jetzt dann hier nochmal einen 16er. Machen wir auch gleich. Bin ja stolz auf mich, dass ich gesagt habe, ich brauche das Zeug wie Sand am Meer, dass ich dann nicht weiter Kabel herstelle. So, kommst mit.
hier zwei Kisten. Ja, zwei Kisten. Zwei Kabel. Zwei Buffer. Achso, die sind schon verbunden. Passt. Lasset mich überlegen. Das heißt, da habe ich jetzt einen 16er drin mit Batterien. Das heißt für mich, ich brauche hier nochmal einen Boden. Und der soll rein hier. Oh, das ist der falsche gewesen. Ah, vom Maschinenhall. Hm? Habe ich nicht jetzt gerade zwei 16er gemacht? Bin ich besoffen? Wollte zwei machen, ich habe nur nicht genügend Kabel gehabt, genau. Ja, nö. So. Genau, ich kriege ja nur vier. Aus dem Stack. Okay, Medium Voltage Battery Buffer, danke. Ja, der stimmt jetzt auf jeden Fall auch schon mal von der Höhe. Der nicht? Das heißt, ich brauche dich. Ich brauche dich nicht. Perfekt. Batterien weg. Genau, dich kann ich auf den Boden schmeißen. Macht nichts. Das heißt, du musst hier hin. So, dann gibst du mir den da. Dann kann ich die Batterien gleich reinwerfen. Dann passt es auch. Dann muss ich mit dir nach unten. Und das wieder wegmachen. Na, verdammt. Na, ist egal. Und dann kommt da das Kabel hin. Das heißt, ich brauche von oben dann nochmal ein Kabel. Der mir das dann alles doch nochmal ein Kabel oder hat er jetzt das nicht gesetzt? Okay, ist egal. Ah, vielleicht habe ich noch eins einstecken gehabt im Rucksack oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt richtig. Also das heißt, der ist angeschlossen und geht nach oben. Der ist angeschlossen, also der ist fast angeschlossen und geht dann dahin. So, genau. Und ich muss jetzt halt im Klaren sein. Da habe ich jetzt einen 16er. Das ist jetzt sozusagen nur ein Buffer für den oberen. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt brauche ich Goldkabel. Und gleich wieder Gold. Kann der gleich wieder weiterarbeiten. Ah, ich war sogar drin. So, das heißt jetzt, ich brauche einen Achter. Das habe ich dabei. Kiste habe ich nicht. Kiste habe ich jetzt. So, das heißt, Kiste, du. So, High Voltage Battery Buffer 8-fach.
Und du bist derjenige. Nein, genau, du musst in die Richtung, klar. Das heißt, jetzt brauche ich noch ein Viererkabel. In Blue Alloy. Achtfach. Gar keins. Aber ich hätte mal gesagt. Ich hoffe, dass 8 Stück reichen. Bei den großen brauche ich ja sozusagen, um dann rüber zu kommen. Da bin ich mir auch gerade nicht mehr sicher, ob die 28 Stück noch reichen. Gehe jetzt erstmal runter und versuch's. Das ist ganz schön viel Kabel, was ich da brauche. Habe ich hier? Ich habe doch hier schon mal irgendwo einen Kabelanschluss, ne? Okay, das heißt jetzt, ich gehe jetzt auf jeden Fall. Habe das auf jeden Fall schon mal richtig gesetzt, weil da der Pfosten nicht ist. Schreiche. Mist. Mist. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche 6 Kabel brauche ich noch in 8-fach. Glaube nicht, dass der Rubber reichen wird, aber dann haue ich halt noch mal welchen rein. Mir egal. Ja, die haben wir schon mal. Glaube, ich habe 8 gesagt, ne? Ah, und gib Kabel. Oder gib Gummi. Stimmt beides diesmal. Hoffe, dass ich es richtig ausgerechnet habe. Aber ihr seht's, ne? Ich werde jetzt, also der Kleine hier, der wird irgendwann nur noch dafür da sein, dass der mir also das Kabel macht. Und irgendwann wird es dann beim MV auch soweit sein, dass dann der MV nur noch da ist und Kabel macht. Weil dann der HV läuft. Aber wie gesagt, da muss ich ganz andere Schwierigkeiten erstmal fertig kriegen. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall hier den Anschluss. Ich kriege dann hier 8 Batterien rein. Und du gehst rüber und hast hier deinen Anschluss. Transferierst es von MV runter, darüber oder dahinter. Ja, das heißt, mein nächstes Kabel, was ich machen muss, ist ein 12er Unrelated Copper Cable. Yay! Beziehungsweise eigentlich ein 16er. Mehr Yay! So, okay, dann habe ich jetzt noch ein 8-faches. Aber mir würde es schon mal reichen, wenn das hier läuft. Und es nicht bumm macht. So, und ich mal jetzt guck, ob hier meine Batterien. Passiert was? Wie man sieht. Ja, genau. Drake, du bist so Spitzenklasse. Total super. Du bist das Beste, was es gibt. Meine Güte. Aber ich kann eine Quest abschließen. Die machen wir jetzt auch gleich. Ich brauche
Battery Alloy und ich brauche Goldkabel. Und ich brauche Plastik. Viel Plastik. Ich nehme den ganzen Stack mit. Dann geh du nach unten und du gehst nach hinten und du gibst Plastik. Und du gibst Battery Alloy und Goldkabel. Ich hoffe. Ja, super. Battery. Ich habe die sogar offen gehabt. Die Large Battery Hulls. Ja, schaut gut aus. Davon brauche ich 4 Stück. Mein Gott. Und der braucht schon so lang. Ja, und das wird jetzt erstmal derjenige sein, der wo Plastik macht. Bisschen was drin. Das Lustige ist, die Quest, glaube ich, mit den Zellen. Na genau, Large Battery. Hull. Die ist noch nicht fertig. Ich gehe mal 2 Stacks an Lithium holen. Schlimme ist, ich brauche jetzt halt erstmal die 4 Hulls. Na, ganz hervorragend, das dauert ja nur ewig. Da freut man sich nicht. So ewig dauert. Ich habe meine erste Batterie. Wie lange brauchst denn du? 80 Sekunden! Wir lassen den arbeiten und ich klaue mir von der Elektroabteilung, also von der Stromabteilung, eine Batterie. Das heißt, das Bumm sehen wir danach. So, ich muss ja auf jeden Fall auch noch das dann so weit bauen, dass ich sagen kann, wie es weitergeht. Sehr schön. Auf jeden Fall, ich nehme jetzt 4 Batterien raus. Ich nehme eine Batterie von den 4 raus. Und nimm die mit. Weil, wie gesagt, kann nicht gehen, ne? Er kann keinen Strom abgeben, wenn nichts drin ist. Also, nur das Gehäuse leiten geht nicht. So, das heißt, ich packe die rein. Und die war gerade in Rekordgeschwindigkeit runter. Aber er packt mir die auch gerade in Rekordgeschwindigkeit voll. Das heißt, ich muss jetzt bestimmt warten, bis die alle voll sind. Also das ist schon cool, ne? Also eine Batterie lädt gerade 4 auf. Und das nicht gerade langsam. Ich muss halt dann nur hoffen, dass die eine Batterie dann auch auflädt. Also ich schätze mal, weil halt jetzt dann hier der hohe dran ist. Ja, das heißt, der packt ja gerade 5-mal oder 4-mal das darüber. Da kommen die anderen 3 halt nicht mit. Die können gar nicht mitkommen, weil Klein Honk vergessen hat, das Kabel anzuschließen. Aber ihr seht, die Batterie ist stehen geblieben. Und die füllen sich trotzdem. Tada! Das heißt, die eine Batterie drüben versorgt jetzt die Batterie hier. Und sie geht nach oben. Hurra! Hurra, hurra. Wohnmobil mit dem roten Haar. So, jetzt muss ich nur gerade nochmal drüber nachdenken. Ich hätte den weiter vorne anschließen können oder müssen. Ich hoffe, dass der High Ampere Transformer nicht drauf geht, wenn da mehr ankommt. Muss ich testen.
So, aber der läuft voll und die sind voll. Ist das geil? Leute, ist das geil. Also MV-Raum. Auf jeden Fall der hintere Bereich ist on fire. Das ist hervorragend und ja, und mir ist aufgefallen, der da muss auf jeden Fall, also die Maschinen hier müssen noch mal ein bisschen verrücken, beziehungsweise Wiremill wird rüberkommen. Aber auch dann erst, wenn das alles angeschlossen ist, das werde ich dann alles soweit vorbereiten. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Aber wir wollen auf jeden Fall noch die 10 Sekunden warten. Nee, das wollen wir. Wollen wir unbedingt, weil diese 4 Batterien werden gleich drüben reingeschmissen. Hervorragend. Und ich habe eine Quest completed, mal wieder. Und ja, da kann ich gleich was futtern. Und diese 4 plus dich. Mal jetzt da rein. Nimm einen kräftigen Bissen aus der Dose. Ne, nehme ich nicht. Jetzt nehme ich einen kräftigen Bissen aus der Dose. So, dann arbeitet der nämlich fröhlich weiter. Ich kann mal gucken. Ja, Large Lithium Batterien. Und ich vermute, dass der HV Battery Buffer, dass der ein Vierer will. Ich habe da eine Vermutung. Aber das ist jetzt nicht das Schlimmste, den ich auch bauen wollen. Den werden wir auch bauen beim nächsten Mal. Weil dann werden wir uns den besseren Miner bauen, der wo eine größere Fläche abbaut. Und dann können wir nämlich auch schön brav unsere Sachen abernten. Ne? Genau. Können wir tun. Advanced Circuit Assembler. Ja, den ich halt auch gerne bauen wollen. Circuit Assembler. Ich bin gerade leicht verpeilt, warum, dass ich das andere machen muss. Bin ich im Emitter? Nö, Emitter kann ich machen. Das ist ein MV. Ja, den werden wir auch demnächst bauen und da hinstellen. Und das ist jetzt mein letzter Gedanke. Advanced Circuit Assembler. Ja, und der braucht halt einen Reinraum. Den habe ich halt noch nicht. Aber den Circuit Assembler könnte ich bauen. Und Kabel muss ich bauen. Das ist viel wichtiger. Wie viel Unrelated Copper Cable habe ich noch? Ja, jetzt ist halt die Frage, ziehe ich dann... Nein, ich ziehe dann großes Kabel hin. Oh mein Gott. Ja. Ich hab's ja gesagt, ich brauche Kabel wie ein Weltmeister. So, das werde ich auch herstellen bis zum nächsten Mal. Das heißt, das können wir dann da unten auch hoffentlich anschließen. Dann eventuell noch den LV-Raum auch noch mit anklipsen. Und dann werden wir uns an die Holzverarbeitung dran trauen, weil die wird dann nämlich auch wichtig. Ne, weil wir Kisten und sonstigen Käse brauchen. Und dann kommt noch die Erzverarbeitung und das Labor dran. Ja. Und dann kann ich mir die Kugel geben, weil dann stehe ich im Generatorraum und oder im Generatorraum. So, ja, wobei es ist ein Generatorraum im Kraftwerk. So falsch ist es nicht. Wir laufen da mal schnell hin. Ich vermute, ich habe da eine ganz böse Vermutung. Ja, dass du böse bist, aber die Vermutung habe ich auch. Aber wenn ich jetzt hier ein bisschen rumeier. Ja, wobei, ich glaube, die sind nicht an. Weil die Batterien sind immer voll. Ich weiß nur gleich. Ja, vielleicht. Moment. Ja, vielleicht reicht's noch. Vielleicht reicht es ja auch, wenn ich die
vollen Batterien mit in die Hand nehme, dann könnte ich auch noch die Quest abschließen. Aber er hätte höchstens 3 fertig. Nicht 4. Warum? Weil ich das Lithium noch im Inventar habe. Haha. Wie gesagt, das wird erst interessant, ne? Sag ich doch. Muss ich eine... Ach so, nee. Doch. Ich muss eine Nulle in der Hand haben. Ja, komm. Die ist ein paar Sekunden. Warten wir jetzt noch. Sind nur noch eine Minute. Das geht. Nee, aber wie gesagt, das wird jetzt halt dann peu à peu dann halt weitergemacht. Ich habe schon gesagt, Bibliothek braucht man auf jeden Fall auch. Ich habe ja so eine, kann ich ja mal vorlesen. Ich habe ja für mich eine kleine Liste erstellt, wo drin steht, was ich als To-Do-Liste habe. Chemiewerk kann ich einen kleinen Haken dran machen. Erzverarbeitung haben wir schon mit dem Gebäude angefangen, müssen wir noch drin machen. Sägewerk bzw. mittlerweile Holzverarbeitung. Den Kuhstall fertig machen. Das wären jetzt aber für mich so Sachen, habe ich glaube ich euch schon mal gesagt, die werden wir auch offline bauen. Wenn wir die Zeit haben, werde ich den Kuhstall irgendwann fertig haben und zeige euch den. Dann habe ich drin stehen Bauernhof, Imkerei, Schafstall, Schweinestall, automatische Felder. Wir brauchen einen Tempel, einen Bauernhof und Klärwerk. Die Maueranlage sollte fertig werden, eine Obstbaumplantage, auch halb und vollautomatisch. Ein Solarkraftwerk, richtig, weil die Plantagen brauchen Strom, weil die sind ja auf der anderen Flussseite. Eine Abschlussrampe für die Rakete, ein Plattenwerk, ein Metallwerk und ein Laborcenter inklusive Chipproduktion und Genetik für die Bienen. Imkerei habe ich. Dann brauchen wir noch eine Bank und eine Bibliothek. Ist ja fast nichts. Ich schätze mal, einige haben jetzt gerade mehrere hundert Folgen aufgeschrieben. Das könnte so sein, ja. Und ihr seht, ne, so babbeln bringt uns weiter, weil wir das jetzt haben. So, wir gehen nach unten. Und jetzt wird es gleich, böse. Also in der Hinsicht, dass wir gleich da drin vielleicht sogar blind werden. Ich weiß es nicht. So, hallo, ich habe mal 4 Batterien. Jetzt müssten eigentlich alle 16, 32, 48 von den Viechern hier laufen. Bis jetzt merke ich nichts. Also das letzte Mal war schlimm. Das letzte Mal habe ich ein bisschen Benzin rausgenommen. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken. Sehe ich da etwa böse rote Kreuze? Tja. Da habe ich dann dumm geguckt aus der Wäsche. Apropos, das ist auch falsch. Der kommt auch an tiefer. Ja, da hatte ich nochmal einen Denkfehler drin. So, okay. Aber wie es aussieht, macht es dann doch nichts. Ja, ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an mit dem Energieteil. Es kann sein, dass ich das Kabel dann verkürze und nach vorne mache. Ich werde auf jeden Fall dann hinten auch noch die zwei miteinander anschließen. Das heißt, ich brauche Unrelated Copper Cable auch noch 2 Tonnen. Vor allem, wenn man nur 4 Stück rauskriegt. Da werde ich jetzt beide Wire Mills laufen lassen und ich schätze mal, ich habe danach keinen Rubber mehr, aber wäre mir auch egal. Wir brauchen Kabel, 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 Kabel. Genau. So. Und jetzt höre ich vor lauter Kabel, Kabel, Kabel. Auch schon auf mit dem Labern, aber nur fast. Denn ja. Wenn ihr noch Anregungen oder Vorschläge oder sagt, ey, das Gebäude fehlt dir noch,
Schreibt es mir in die Kommentare. Natürlich auch alles andere, Kritiken, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, whatever. Alles unten rein. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vor allem, dass auch YouTube mitkriegt, der macht schöne Minecraft-Videos, dass auch andere Leute mitkriegen. Ja, das ist ja auch wichtig. Und dann heißt nur noch von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.